Ich bin irgendwie wegteleportiert worden und kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Wir machen eine Cutscene gerade. Hallo Leute und herzlich willkommen bei Daisy! Nein, Quatsch, ich musste nicht husten. Simon rollt auf den Berg, Alter. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal weiter, oder? Du Hurensohn. Nein, bist du natürlich nicht. Rollst du mal vom Berg da runter jetzt? Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Route fest. Oh mein Gott, ich kann nicht. Die Sonnenblumen. Sind das Sonnenblumen? Was sind das für Blumen, Simon? Doch Sonnenblumen. Das sind Sonnenblumen. Okay. Aber leere. Leere Sonnenblumen. Wir haben uns auf jeden Fall eine Route überlegt. Ich bin schneller! Wir haben uns auf jeden Fall eine Route überlegt, die wir jetzt lang gehen werden. Geh mal, ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen. Ein ganz großes Ziel unserer Route ist natürlich. Dein Penis, ja. Ganz großes Ziel unserer Route ist natürlich nicht dein Penis, sondern. Der ist schon ganz groß. Alter, kann mir bitte jemand helfen? Dieses Haus. Und das war's auch schon mit unserem Let's Play. Warte, guck mal. Wir machen jetzt erstmal ein paar Aufwärmübungen. Guck, warte. Okay. Aufwärmübungen. Erstmal. Okay. Ein paar Aufzüge, wie auch unsere Teile heißen. Und jetzt gehe ich weiter, tschüss. Aufzüge. Nee, wir müssen noch Liegestütze machen. Halt kein Maul, Alter. Nee, wir müssen. Unser Ziel ist es auf weite Sicht natürlich das Airfield, ja. Weil da kriegt man natürlich das geilste Loot und dann ballern wir auch Imba-Loot. Genau. Dankeschön, Simon. Aber unser jetzt erstes Ziel ist, Simon hochzuhelfen. Nein. Unser erstes Ziel wird sein, nach links zu laufen. Scheiße. Wir suchen einen kleinen Helikopter, der hier in der Nähe abgestürzt ist. Und dafür müssen wir erstmal nach links hoch. Beide Helikopter. Ich mach dir gleich auch mal den Helikopter, Junge. Oh ja, komm her. Nee, auf jeden Fall such mal den Helikopter und ich muss ein bisschen leiser sein. Okay. Die Häuser sind schon alle offen. Ja, da war schon jemand drin. So, wir könnten jetzt hier lang gehen oder wir können es auch sein lassen. Weil wir müssen eigentlich. Wir laufen einfach in das Schild. Man kann nicht durch. Aber wir sind schon richtig. Okay, dann habe ich mich doch nicht vertan. Wir Was müssen ist das hier? Raus. Das ist gegen Schneelawinen. Genau. Keine Ahnung, Alter, das ist gegen Panzer. Das ist gegen Schnee. Gegen Panzer ist das. Wenn Panzer kommen, können die ja nicht weiterfahren. Weil die ja nicht Holz einfach überfahren können. Nee. Unlogisch. So, auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier geradeaus laufen, dann kommen wir irgendwann einen abgestürzten Helikopter und da können geile Waffen droppen. Und wenn nicht, dann sind wir auf dem richtigen Weg zu einer Stadt. Mal wieder gearscht. Mal wieder. Wir hätten ja eigentlich wie hieß die Stadt? Staroje. Nur was trinken können, ne? Wir sollten eigentlich unsere Rucksäcke tauschen. Warum? Weil ich den weiblichen Rucksack habe. Ja, du bist auch voll die Schwuchtel. Ich hab ein Kopftuch an, ich kann keine Schwuchtel sein. Okay, das ist natürlich richtig im Prinzip, aber eigentlich nicht. Bist du gerade ernsthaft da hängen geblieben an so einem... Nein, hier ist auf jeden Fall eine scharfe Kurve. Was ist okay, denn hier? Okay. Was haben wir denn hier? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ach so, ja, hier sind wir jetzt. Wir könnten jetzt nach oder wir gehen weiter nach Wir müssen auf jeden Fall nach also wir müssen auf jeden Fall geradeaus. Wir könnten natürlich auch einen kleinen Abstecher machen, wenn du das willst. Nein, wir gehen weiter geradeaus. Das ist echt nicht weit entfernt, wo wir da einen Abstecher mitmachen können. Wir gehen weiter geradeaus. Wir gehen da jetzt mal den kleinen Abstecher hier. Halt's Maul! Also das ist echt, das ist auf der Map ist das... Ah nee, das ist doch weiter entfernt. Ich hab mich gerade vertan, wir gehen geradeaus, ja. Und jetzt müssen wir scharf rechts einbiegen auf die Straße und so weit wäre dieses kleine Dörfchen da unten jetzt nicht entfernt, aber was sollen wir so bei einem kleinen Dörfchen? Wir haben ja schon eine Axt, wir haben schon Rucksäcke, wir haben zu essen und zu trinken. Also eigentlich ist das ziemlich unnötig, da jetzt lang zu gehen. Wir könnten mal gucken, ob wir das hier vom Rand aus sehen irgendwie. Ah ja, guck mal, da unten sieht man's. Aber da wollen wir wie gesagt nicht hin. Talrand. Somewhere over the Talrand. Nee. Liegt ein Dörfchen und hat kein Loot mehr. Ich geb dir auch gleich mal ein Dörfchen, Junge. So, hier gleich müsste. Ich hab gerade gute Laune. Ja, warum? Keine Ahnung. Du hast hier gerade ein Spiegelei gemacht und dabei den Feueralarm ausgelöst.
Das war Rührei. Ja. Nur das erste Ei wurde zum Spiegelei anstatt zum Rührei. Leute, Ende, lasst Simon für euch kochen. Am Ende kommt nichts dabei raus und euer Feierabend wird dann. Am Ende brennt euer Haus. Ja. Also, Leute, ja, wenn ihr Rührei kochen wollt, erst die Pfanne auf voller Hitze aufkochen lassen. Ja, die Pfanne einfach kochen lassen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, also hier können manchmal kleinere Waffen droppen. Als oder Maul. So. Ich bin gerade beim Kochrezept erklären. Kochrezept dann erklären, okay. So heiß, also heiß die Pfanne machen wie irgendwie möglich und einfach Öl reinkippen. Geht garantiert gut. Bist du behindert oder was? Spritzt gar nicht und macht gar keinen Rauch. Ich spritze dir gleich mal irgendwo hin, ey. Ach ja, und immer die Küchentür offen lassen, damit die Dämpfe mal ins ganze Haus ziehen können. Genau. Und nie irgendwelche Fenster aufmachen. Simon, ich hab schon wieder Hunger. Ey, muss ich dich hier durchfüttern wie so ein kleines Baby oder was? Halt mal der Maul, du hast das ganze Essen dabei. Ja, weil du einfach zu unfähig bist, das einzusammeln. Weil ich das einfach nicht mitnehme. Weil ich mir denke, weil ja, ich weil kann es eh nicht aufmachen kann. Ich kann ja meine Schlampe tragen lassen hier. Du bist die Schlampe. Halt dein Maul, ey. Warte, Schlampe. Du trägst meinen Einkauf und ich koche dann du am eigentlich? Ende. Ich bin hinter dir. Hallo. Hallo. Wir machen einen Sitzstreik. Ich streike. Njong. So, wo ich sind wir denn gerade? Ich fühle meine Autorität untergraben. Wenn ich mich nicht vertue, müssen wir gleich an eine kleine Kreuzung kommen, ja? Oder waren wir da gerade schon? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall dieser Straße hier folgen. Ich könnte ja rein theoretisch die Bluebusters-Musik hier drunter klatschen jetzt gerade. Nee, aber ich glaube, ich mach das nicht. Warum nicht? Somme wäre Oberserenzo. Bluebusters! Das müsst ihr euch mal angucken, ist cool. Bei Bluegaming.de auf dem Channel, Bluebusters, ziemlich cool, da zockt man mit 4 Leuten immer irgendeinen Scheiß. Kasselkreischers, wo man angeschissen wird von Eichhörnchen. Ja, Alter, weißt du doch, Alter. Oder von Eulen. Und der Schisser. Was ist denn da oben? Ich möchte mal kurz dieses kleine Häuschen da oben durchsuchen, weil das ist es auf meiner Karte verzeichnet. Ja, das ist auf meiner Karte verzeichnet als kleiner Support-Loot. Hä? What the fuck? What the fuck war grad? Ich kann mich nur noch so ganz langsam bewegen. Ich bin irgendwo anders hinteleportiert worden. Du bist direkt vor mir. Was geht, Alter? Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ja, ich kann mich auch nicht, der bewegt sich gerade von alleine. Was? Ich bin irgendwie wegteleportiert worden und kann mich ja, jetzt nicht auch mehr bewegen. Wir machen eine Cutscene gerade. Hallo? Also Leute, das ist eine Cutscene. Wir gucken uns jetzt den Himmel an. Ich kann mir gar nichts angucken, ich kann auch nichts gucken. Ich kann mit Escape meinen Bildschirm, meinen Bildteller machen. Ich kann gar nichts machen. Kann ich Steam öffnen? Nö. Ah ja, ich sehe schon mal Simons Schatten. Doch, Steam kann ich öffnen, jetzt bin ich stehen geblieben. Hallo. Ja, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Aufnahmepause. Bis gleich. Oh yeah, Alt-F4. Party for Party! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Warum begrüße ich euch nochmal? Ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind da hinten wieder neu gespawnt und mussten den Weg nochmal gehen, yay. Aber jetzt gehen wir weiter. Party. Zur Party. Und jetzt gehe ich mal da oben zur Hütte. Und ich esse in der Zeit was. Okay, ich habe auch Hunger. Hast du noch was zu essen dabei? Für dich nicht. Oh, bitte. Natürlich, Schatzi, warte. Ja, warte, ich gehe eben hier wohl hoch. Ja, geh so mal da hoch und lutsch dir ein, dann kommst du runter. Ich bin eine Frau. Ich ja, bin eine Lady. Dann blas dir halt ein. Hallo? Krank, ey. Hier ist gar nichts, Alter. Hier ist nur eine Hütte, bitte, Junge. Geh da. Oh, Frau, ey. Oh, geh ich halt außen rum. Mann! Geh da hoch! Danke. Da habe ich mir meinen Chest-Holder in die Trick-Spice-Lock gezogen. So, wir haben jetzt 7 Minuten gebraucht, um wieder hier hinzukommen. Oder 6 Minuten und 59 Sekunden, um genau zu sein. Wo bist du jetzt so wieder, Simon? Ich bin da unten auf der Straße. Zur Straße. Es ist Samstagabend und alle wollen weg. Du kennt ihr dieses scheiß Lied, das ist scheiße. So, der Party, der Party. Du Spasti, Alter. So. Wo jetzt bist du denn? Hi Simon, Party. Ich hätte gern was zu essen. Gib mir was. Okay. Öffne das bitte vorher. Okay. Also was haben wir denn hier alles? Wir haben auf jeden Fall einen Atlas B-Port.
Ich hab's auf den Boden geworfen. Ja, das dauert ja wieder 50 Jahre. Wir haben auf jeden Fall Zeug, das ist alles noch grün, außer die Sonnenbrille, die ist badly damaged, das interessiert eh keinen. Ich weiß gar nicht, wie mein Zeug so ist. Ja, ich hab grad mal nachgeguckt. Meine Axt ist auf jeden Fall badly damaged. Bei mir ist das meistens alles worn. Meine Axt ist nur worn. Und die andere Axt, die du hast? Die ist damaged. Boop, boop, boop. Alter, wir hinterlassen Fußabdrücke, das sehe ich ja jetzt erst. Hä? Ey, wir können Feinde verwirren, indem wir einfach so lang weitergehen. Glaubst du, da achtet irgendwer drauf? Ja, vor allen Dingen, weil die direkt wieder verschwinden. Ich gehe jetzt seitwärts drauf. Damit verwirre ich die Leute. Du gibst mir was mit noch 14% Inhalt, Simon. Ja. Spasti, Alter. Ich bin immer noch hungry. Ich hab nichts mehr für dich. Doch, warte. Gib mir mal mehr. Hunger! Du kriegst jetzt Sardinen. Sardinen sind nämlich abartig. Es ist Samstagabend. So. Alle machen mit. The Party! Ja, auf jeden Fall. Ich scoute unsere Region aus. Was ist hier denn noch? Hier sind Bäume und Bäume. Partys. Wenn Sie nach links gucken, sehen Sie Bäume. Partys. Gucken Sie nach rechts, sehen Sie einen sehen Weg. Sie Party. Und Bäume und Strommäste. Und Party. Ey, wenn man Strommästen folgt, sollte man ja rein theoretisch auch zur nächsten CDBT kommen, oder? Da bin ich mir bei Daisy nicht so sicher. Ja, eigentlich rein theoretisch schon. Weißt du, was ich denke? Was denn? Du wirst jetzt getötet. Ich töte dich jetzt, pass auf, guck mal. Guck mal. Du Hurensohn, Alter. Das meine ich übrigens nicht ernst. Ich kenne Simons Mutter und die ist ganz nett. So. I will always love you. Weißt du jetzt? Ich muss sogar Freundin spielen. Weißt du, wer jetzt getötet wird? Du, Junge. Hier, pass auf. Pass auf, jetzt bist du getötet. So. Ha! So, ich esse nochmal was von den Sardinen, weil ich habe echt Hunger. Anscheinend. Nom 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 nom. Om nom 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 nom. Ja, bin ich jetzt satt oder nicht? You have eaten some candle sardines. Ja, jetzt bin ich satt. Schön. Das heißt, er kann in Richtung Norden. Ja. Ja, es ist, also das, die Lauferei ist mit, also das Interessanteste an ganz Daisy ist die Lauferei eigentlich. Ich will Autos. Ich auch. Oder City-Roller. Und Penisse. Oder motorisierte Skateboards. Und Penisse. Was willst du mit Penissen, Simon? Kann ich ja rumschwingen oder einen Helikopter machen. A ring ding 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 ding. I ring mein ding 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 ding. Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. So, da oben. Ich schau mal wieder kurz auf meine schlaue Karte. Ja, wir müssen jetzt links, auch wenn da so ein kleines Dörfchen ist. Wir können ins Dörfchen? Nein. Was ist da? Wo sind wir jetzt? Am Arsch der Welt. Die Häuser sind tatsächlich nicht auf meiner Karte verzeichnet. Popofeld. Oder wir sind irgendwo, wo ich... Oder wir haben uns verirrt. Guck mal nach rechts, ob da ein Jägerstand ist irgendwo. Nee, warte, wo sind wir gerade, Alter? Ich sehe keinen Jägerstand. Okay, geht links und rechts eine Straße ab. Hier sind wir gerade. Okay, wir sind echt den falschen Weg gegangen. Oh. Ja, macht nichts. Der Helikopter ist nicht weit weg. Wir müssen nur hier runter. Ah, wo? Hier den Weg runter. Okay. Wir könnten aber noch kurz ins Dorf gehen. Das ist jetzt eh da oben. Da können wir vielleicht noch was zu essen holen. Weil ich habe nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr. Außer noch ein ganz kleines bisschen von den Sardinen. Gehen wir ins Dorf und danach gehen wir da zum Helikopter, würde ich sagen. Ich habe nur 3 Dosen. Ja, okay. Wir sollten trotzdem mal gucken. Essen schadet nie. Essen, Junge. Weil du dick bist. Das ist Quatsch. Ich bin doch nicht bei Louis. Ich habe nicht gesagt, dass du dick bist. Ich habe nur gesagt, wenn du dick bist. Ach so. Also bei Louis. Ja, der ist fett. Oh. Deswegen was heißt die Episode da auch nicht Dicky Day, sondern Fetty Day. Richtig. Ich verstehe. Alles seinen Sinn. Oh, hier ist eine Tür, die man durchaus öffnen kann.
Und willst du mich eigentlich verarschen? Was denn? Wieso öffnest du und schließt du die Tür die ganze Zeit? Ach lol, ich öffne die bei dir. Ja! Ich stand gerade oben und konnte die nicht. Ich weiß, das ist aber immer verbuggt. Guck mal, bleib, stell dich mal hier unten vor die Tür. Okay. So, pass auf, ich geh jetzt nach oben. Okay. Zauberei! Zauberei! Oh, hier liegt eine rote Mütze. Ich möchte die rote Mütze haben. Oh, hat sich der Ausflug. Damit ich noch mehr auffalle, ja. Ich wollte sagen, damit du noch besser zu sehen bist. Hat sich der Ausflug in die Stadt schon mal gelohnt? Jetzt wissen die Sniper wenigstens, wo die hinschießen müssen. Wäre auch blöd, wenn nicht. Ja. Und das sind jetzt eine Stadt. Zwei Häuser. Hä? So, da sind noch mehr. Ja, da sind noch mehr Häuser. Aber die sind alle schon gelootet. Lass mal weitergehen. Das sieht echt so aus, als sind alle. Aber ich möchte in allen nochmal reingucken, weil es gibt immer wie so Volltrottel wie uns, die was übersehen. Halt's Maul. Aber wir waren ja eigentlich gar nicht hier drin, ne? Also. Richtig. Scheißdreck. Die sind alle Spieler. Nee, jetzt bist du. Ja, ekelhaft. Jetzt lass den. Ja, da müssen wir eigentlich nur hier runter. Im Prinzip. So, die Richtung. Ja, wir müssen so parallel zu dem einen Pfad da links. Und dann könnte den Hubschrauber jetzt eigentlich. Nee, der ist noch ein bisschen weiter weg. Aber nicht so weit eigentlich. Ich wette, am Ende fliegt der Heli noch und stürzt gleich erst ab. Ja. In einem Quicktime-Event. Wir müssen dann A drücken. Das macht ganz viel Sinn. So. Ergibt Sinn. Etwas kann nicht Sinn machen, aber es. Wir müssen Action-Button auf dem PS3-Controller drücken. Ja, auf dem PS5-Controller. Ja. Ja, siehst du, da ist es. Nö. Da ist der Dingens. Ich zoome ran, damit ihr das seht hier. Da. Hat er das gesehen? Da hinten sollte der Heli abgestürzt sein. Und wenn ich dann, Toten. So, ich bin schon wieder hungrig. Du verfressenes Miststück. Ja, meine Bitch hat irgendwie öfter Hunger. Billige Bitch. Ficke die billige Bitch. Alles klar. Ja, da hinten ist ein Stein. Und da ist das Haus und da müsste auch der abgestürzte Heli irgendwo sein. Ins Haus reingefallen? Oh, ja, der ist irgendwie da abgestürzt irgendwo. Easy, aber easy. Ich frag mich, warum der Zombie-Apokalypse immer die Helis abstürzen. Keine Ahnung, weil. Als ob die Zombies da so hochspringen. Nee, vielleicht verwandelt sich der Pilot ja in einen Zombie. Einfach so random. Plopp, ich bin ein Zombie, ja. Sollten wir vorsichtig rangehen? Ach, Quacciolo, ne? Nein. Wo ist denn der Heli, Alter? Ach, da ist der Heli. Der Helikopter. Helikopter. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Was denn? Wo denn? Ja, ist das nur Textur? Ist nur Textur. Scheiße, Alter. Sind wir umsonst hingegangen? Ich gehe auf jeden Fall in diese Ruine da oben. Oh, Zombie, Junge. Im Heli ist auch nichts. Zombie. Ja, ist egal. Dodo. Plopp, tot. So viel zum Zombie. Wir sind vollkommen umsonst hier hingelaufen. Nein, wir haben doch unseren Weg. Das war doch auf dem Weg zu unserem Ziel war das hier doch. Da ist noch ein Zombie. Hallo Zombie. Ja. So viel dazu. Kann ich den Zombie looten eigentlich? Wir haben nie was dabei. Oh, shit. Okay, läuft meine Aufnahme noch? Ich weiß es nicht. Hoffen wir einfach mal. So. Hast du null gedrückt? Nein, ich bin aus dem Fenster getappt. Oh. Okay, aber die Aufnahme ist jetzt sowieso vorbei, also die Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier weitermachen. Tschüss Leute, bis dann!